So. Die anderen haben einen T-Rex und wir haben einen Triceratops. Hey. Wisst ihr, was für ein Level der T-Rex ist? 100 hatten die, glaube ich, oder so. Oh. Nein, das Level, ja, Ja, der levelt ja auch noch. bis zu 100. Ach so, ja, ich dachte nur meins. Ja, welches der? Ich glaube, der hat auch 67, glaube ich, gehabt. Genau wie der Anführer. Ja, der Onkel ist gelb und wenn er im Gestrüpp rennt, dann ist er weg. Ah, weißt du, was wir auch machen können, Onkel? Das wird mich total reizen. Wir machen eine Doppelwall. Weißt du, was eine Doppelwall ist? Ich mach hinter diese Dings, mach ich noch eine Steinmauer hoch. Ja, das ist gut. Und dann machst du davor zwei. Das heißt, du machst einfach so, wie du es jetzt hast. Später, wenn wir die fertig haben, nochmal so stacheln. Das heißt, wenn du zwei hast, müssen die erstmal durch die eine durch. Und dann haben wir auch Zeit. Weil alles, was länger dauert und die hindert, ist gut für uns. Also dann machst du einfach nochmal so eine Stachelmauer davor. Weil eine hast du schnell kaputt. Und wenn du zwei hast, dann brauchen die erstmal eine Zeit. Und wenn du dahinter noch eine Steinwand hast, dann haben wir auf jeden Fall One. Zeit. Alter, ich habe gerade schon wieder riesiges Mega-Gestrüpp hier. Die Welt wächst und sie wächst in mich hinein. Jetzt ist sie wieder weg und ich sage, wie gemein. Poet. Ich fange schon an, müde zu rappen, Leute. Das ist ein Zeichen für mich, dass ich ins Bett muss. Jo, liebe Wollt ihr einen Freunde. Break machen? Ja, klar, es ist 30 Minuten, Was? 32 Minuten hier. Wer möchte ins Bett gehen? Du, ich, alle. Ja, wer möchte Bett machen? Ins Bett machen. Also ich hab mir schon hier mein Inventar geschissen. Reicht mir. Oh, jetzt wäre ich fast gestorben, ich muss was trinken. Okay, ich mach mal hier alles aus. Die Du machst Fieberdinger alles. mache ich dann schon mal einen Code rein. Was machst Die Fieberdinger, die Fieberkästen, die sind ja eh voll, da muss ja keiner mehr ran. Ja, ich hoffe, ihr habt überall einen Code, ne? Das ist. Achso, okay. Ich habe jetzt Mensch, gerade, ich war jetzt Onkel, gerade was hast bei, du denn ich schon habe wieder jetzt gerade wieder gedacht? bei, ich war gerade bei Rivanos Gartenarbeiten. Codekiste, ja. Ja, was ist jetzt mit meinem Gestrüpp? Da müssten wir rein theoretisch abbauen. Warte, ich frage an Killer. Killer, machst du noch ein bisschen alleine weiter hier? Ja, noch ganz kurz, sag mal, wie weit ist denn das schon gewachsen? Ich kann das Ja, dann nicht. kannst du die gleich mit, bevor du abbaust, kannst du die abreißen. Ich denke, wird nicht mehr viel gehen. Wie auch selbst wässern eigentlich die Teile? Ja, wenn du diese Pipeline da reinlegst, dann steht da irrigated. Das ist das, was wir vorhin gefunden haben. Diese Pipeline Ja. hieß ja irrigated Pipe da oder irgendwie sowas. Okay. Deswegen kannst du dann später, bevor du abbaust, fall da nicht runter. Darfst du dann, kannst du mit deinem Kadaverkörper die abernten. Dann kannst du mir mal erzählen, dann nächste Mal, ob das was gebracht hat, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt alles nichts. Ja, vor allem irgendwie, ich kann ja gar nicht ernten, oder? Also im Doch, Moment. du drückst auf E und dann, Kann ich nur ja. Destroy Plant Ja, Crop. müsste dann eigentlich kommen, ne? Dann müsste Weil dann da, irgendwas ja. mit. Weil da drunter steht Demolish und Demolish ist einfach kaputt machen. Und das andere ist halt Destroy und Destroy heißt, du sammelst die dann, okay? Aber Destroy heißt auch zerstören. Also. Ja, aber da steht, dass du dann diese, da steht doch, das steht ja Destroy und dann Crop heißt ja abernten und dann nimmst du halt diese und das andere ist nur kaputt machen, ohne dass du Also, was das ist mir nimmst. schon, also das ist mir schon klar mit den zwei, den Unterschied der Ja, beiden Wörter. Ich genau. denke aber, dass da eigentlich Genau. irgendwann eine Harvest steht oder sowas. Also wirklich zum Ernten. Denke ich auch, aber da ich denke mal, dass so lange wirst du nicht mehr hier sein. Du kannst gerne noch ein bisschen warten. Also du sagst aber, ich soll auf jeden Aber Fall dann, wenn ich ja, wieder aber gehe, die Sachen auf Destroy, also. die sind auf jeden Fall weg dann. Und dann hat gar keiner was da. So haben wir vielleicht einen Mittling noch, weißt du? Okay, dann werden wir uns jetzt hier an unsere Häuschen verpissen. Ich habe, glaube ich, gestartet, ne? Ja, aber ich, wie Also gesagt, jetzt Häuschen. muss ich beenden, oder? Tut eure Sachen noch aufteilen, dass wenn jemand einzeln zockt, dass der dann an die Sachen rankommt. Hab ich schon. Auch du, Rivano. Was denn? Deine Sachen, die du im Inventar hast, aufteilen in die Kisten. Wie aufteilen? Ne, dein F Hallo. Wer hat Da denn ist jetzt Hallo jemand. gesagt? Alter. Jo. Oh. Die werden uns töten. Level 138 sind die, leck mir am Arsch, ey. Hallo. Wie spricht man denn? B, Mit guten B. Morgen. Alles klar, Hello. Hallo. Oh mein Oh, Gott. ihr seid aber hohes Level. Was ist mit Horny los? Warum Hallo. greift Horny? Horny ist auf passiv oder wie?
Was seid ihr denn? Die haben alle Angst, ey, vor Ach, das ist das Rekrutenlager. Ja. Was kann ich für euch tun? Wir bauen am Teamform. Sind die leise? Ich höre die nicht. Sind halt hier vorbeigekommen. Ach so, wolltet ihr nur mal Hallo sagen? Ja. Ja. Sind wir eigentlich die mit dem Lawson Level oder gibt's da noch welche, die noch weniger Level haben als wir? Der versteht mich nicht, ne? Deine Echse knurrt mich an. Jetzt, ich glaube, die sind sauer, warum reden die nicht? Oh, Level 8. Level 15. Level. Verstehe die auch nicht, aber überhaupt nicht. Der ist sehr leise, der liest gerade unser Level vor, der ist aber echt voll leise. Das ist natürlich. Ja, also Low Level, sag ich mal. Ja, weiß nicht. Crisp Play ist, glaube ich, auch nicht so, weiß ich gar nicht. Aber das ist schon. Aber das ist schon peinlich, was ihr hier treibt. Fuck. 18, ne? Onkel, Mensch. Ja, oh, ich wollte schon gerade wieder kopsen, ich wollte es gar nicht. Hätte fast eine verdrötet, ey. Ja, ich will mal gucken, wie der heißt, ja. Und was wollen die jetzt hier? Die wollen uns jetzt hier in die Bude kacken. Ja, das machen wir jetzt. Das haben wir mit Chris abgesprochen. Das war heute, weil wir Zuwachs bekommen haben. Und er konnte den TS noch nicht. Da haben wir mal noch eine Session hier aufgenommen. Ab morgen, also beziehungsweise ab der nächsten Session sind wir dann drüben. Da habe ich alles mit Chris abgesprochen. Krass, wie die sich voll die großen muskulösen Knilche gemacht haben. Mhm. Das ist Spartaner, Spartaklaus. Ey, wir müssen es beenden, sonst haben wir gleich 40 Minuten, und dann brauche ich 3 Tage, bis ich den Part hochladen kann. Holo. Ja, schneidet ihr gar nicht die Folgen, also macht ihr gar nichts damit? So, okay, wir locken uns jetzt aus. Wollt ihr was tauschen? Tauschen? Wir machen alles allein, oder? Keine Ahnung. Habe ich mir jetzt keinen Gedanken drum gemacht. Die schmeißen hier mit Scheiße um sich. Die haben, was haben die? Alter Schwede! Können wir noch ein paar Kisten bauen, ne? Mit was haben wir das verdient? Wollt ihr das? Ist alles Fleisch, ist das richtig? Ich hab noch mehr. Das ist alles voll Fleisch. Und wie viel ist in so einer Kiste drin? Wie viel Fleisch? 20. Ja, hau mal den Kühlschrank voll. Geile Scheiße. Alter Verwalter. Habt ihr vielleicht Fiber und Interesse, das zu tauschen? Schmeiß mal alles hier in den. Ja, hätten wir, aber wir haben keine Zeit mehr wegen dem Part, dann müssen wir neu machen. Aber wir haben eine ganze Kiste voll. Macht einfach die Kiste auf, dann können sie sich's rausnehmen, oder? Warte, hier vorne die erste Kiste, die mach ich mal Kurzschluss raus, da könnt ihr euch den ganzen Fiber rausnehmen. Dort sind wir freundlich. Oder war das schon? Naja, und dann greifen sie uns an mit unseren Fiber. Die sind so freundlich, die dürfen uns auch. Hier vorne die erste Kiste, ganz rechts, da ist alles voll Fiber. Ja, aber nicht alles, so ein bisschen. Lass ein paar drin. Wir haben noch so viele Fiber-Kisten. Ich verstehe den nicht, mal kurz. Warte, ich hol's raus und schmeiß es ihm vor die Füße. Warte mal, die reden hier gerade alle durcheinander, ich versteh's nicht. Ach so, die können ja nicht rausholen, oder was? Klar. Warte, macht ihr das? Ich kümmere mich direkt ums Fleisch. Also eine Miezekatze will ich aber auch haben, Die hätte ich auch gern. Sieht echt geil aus, Obwohl der Triceratops wahrscheinlich stärker eigentlich ist, oder? Da kommt schon vorbei. Boah, ich krieg dieses verkackte hohe Gras nicht weg, ey. Könnt ihr das nochmal einpacken? Weil Paler möchte das aufnehmen, weil noch. Der hat uns die Kiste noch mit Fleisch vollgehauen. Was? Er hat gemeint, ob wir das nochmal einpacken können? Warum? Das hab ich nicht richtig verstanden. Ja, nimm nochmal der Zeit, dass Paler vorbeikommt. Kommt jemand vorbei? Ui, Toto. Dilo. Toto, Dilo. Wie die putzig der Kerl spricht, dieser große Mensch. Was kommt der heute noch vorbei, weil wir wollten jetzt eigentlich gerade Schluss machen. Ah, der kommt. Der kommt mit dem Flugsaurer, der braucht so 2 bis 3 Minuten, schätze ich.
Ey, wir müssen den Part jetzt irgendwie jetzt, dann machen wir es offline oder so. Ja, das wollte ich gerade fragen. Warum macht ihr, also schneidet ihr gar nicht euer Material? Also bearbeitet ihr das nicht? Ja, doch, irgendwie doch, alle, so eigentlich so alle 20 Minuten immer. Also ich meine, theoretisch könnt ihr auch eine Stunde aufnehmen und immer bei 20 Minuten einen Cut machen, oder? Ja, aber das ist ja, nö, das ist so. Also jetzt zum Beispiel bei der Folge hier könnte man ja dann, weil sie so lang ist, anstatt dass man 40 Minuten Material hochlädt. Ja, ich glaube, das werde ich hier auch machen. Aber. Weil allein schon wegen der Upload-Zeit und so. Onkel? Ja, ich verstehe. Die reden ja alle durcheinander, deswegen ich verstehe euch nicht. Was hast du gesagt? Ja, machen wir hier die Pins rein, oder? Würde ich sagen. Die haben keine Pins, nicht dass hier wieder eine irgendwie. Wir haben keine Pins, wir haben doch Pins reingemacht. Nee, hin, die Kisten haben keinen Pin. Ah, da meckern sie schon wieder hier. Wie sonst? Na, warum? Die haben uns hingewiesen, dass wir das mal zumachen sollen. Und welche Kiste haben sie voll mit Fleisch gemacht? Ich sehe sie gerade nicht. Ne, die haben sie wieder rausgeholt. Ich hab noch was Schönes. Ach so. Welche Schlawine? Ne, der Puede, der Puede hat noch was. Ich hab das gerade. Mega Man! Wie viele Minuten haben wir jetzt, Onkel? Cook it Prime Meat. Genial. Du hast ja gar nichts mehr, ey. Ja, ich entleere den, das habe ich alles ich in Inventar, das wichtige Zeugs. Die sind so freundlich, die füttern uns durch. Die füttern uns. Das Rekrutenlager. Ja, ey, mit den Säbelzahntigern. Das sind ja eigentlich so Neutralen, ne? Das Rekrutenlager sind nur Neutralen. Was hat der da für Zuckung? Oder ist der Indianer-Tanz, oder? Da oben jetzt kommen jetzt. Ja, wie riesig der ist, oder? Jetzt fallen gleich die Fleischsorten vom Himmel runter, wenn die so rumtanzen. Sind so süß, die Tiere. Die Tierchen? Wir müssen auch hier mal eine Wand drumherum bauen, um unseren Kessel hier. Ja, yeah, die Smiley möchte gerne so einen Säbelzahntiger haben, ja? Lässt er uns einen da? Was kriege ich dafür? Ein Applaus. Ihr dürft Rivano mitnehmen. Nee. Wie nee, hallo, ich bin 20 von den Viechern wert. Du bist Level 16. Musst du direkt nach Hause tragen. Level 16. Du kannst nur Holz farmen, das ist nicht gut, oder? Kannst du Holz farmen. Wer ist eigentlich der? Ey, ich bin der Gärtner, ich kann gut mit Scheiß umgehen. Ah, okay, alles klar. Warte, hier. Yeah! Kackt mal alle bitte hin hier und eure Viecher auch. Apropos Gärtner, hier dein Scheißekübel ist voll, man kann keine Kacke mehr reinpacken. Ja, übelst, ey, voll geschissen, ey. Ja, krass, ich wollte hier noch was reinmachen. Ey, liebe Leute, ich kann meinen Tribe hier nicht verlassen, ey. Selbst wenn die gesagt hätten, komm mit, ich geh dann nicht ins Rekord. Wer war eigentlich der sich im Chat so aufgeführt hat? Wer war eigentlich der vorhin einfach uns gekillt hat, was? Ja, das war der Erik, meint die, glaube ich. Das war Erik. Na, der ist ja nicht da heute. Alles geklärt. Nee, ich möchte nochmal einen Faustkampf machen, wie wir gesagt haben. Ja, der ist aber nicht da. Der wollte mit Dodo da und so der kämpfen, ne? Was wollte der mit Dodo? Ah, das ist dieser Veggie oder wie auch immer, gell? Mit dem hatte ich ja auch geschrieben, wo ich mich so aufgeregt hatte. Ja, der hat irgendwas gesagt von Zweikampf, aber der ist jetzt gerade nicht online. Der ist jetzt schon ewig offen. Ach, Veggie, da eben. Ich sehe, dass man das. Ich lese die ganze Zeit Stefan Schwarz. Deswegen kamst du mir nicht bekannt vor. Onkel, wie viele Minuten haben wir jetzt? 44. Ja, dann mache ich, dann teile ich die einfach in der Mitte durch. Hier ist kein Pin drin, Jungs. Hier ist kein Pin drin. Hier ist richtiges Pin, oder? Oh ja, hier ist das richtige drin. Nicht drin. Da ist denn hier kein Pin drin? Kann ich froh sein, dass die Viecher hier nicht angreifen. Hier, scheiße. Ich glaube, die beißen einmal zu, dann war's das, mit 138. Oh mein Gott, was war das? Ich bin irgendwie bewusstlos. Aber warte mal, ich dachte, es geht nur bis Level 100. Warum haben die Viecher Level 138? Keine Ahnung, warum bin ich denn bewusstlos? Ich bin gerade einfach ich bin mit dem Kopf ins Feuer gefallen. Ja, und der andere hat 138. Na, wahrscheinlich, weil die sich gelevelt haben noch ein bisschen. Also, und das geht dann noch weiter, bis Level 5000 oder was? Was ist denn da? Wie viele Levels da gibt. Alter. Ja, aber was ist jetzt hier los hier? Wir fragen nochmal. Ja, wir wollen ja jetzt aufhören, ne?
Na, da will irgendwie, kommt der Parla noch und holt irgendwas. Ja, mit dem Flugsaurier. Ich komme auch gleich mit dem Delfin angeschwommen. Und bring noch Butterbrot mit. Schon mit, ey, wir haben schon Ich werde es die, nah, die irgendwann mal einrücken hier, ne? Ja, die werden. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen unsicher, obwohl das ist Rekrutenlager, die sind neutral. Die. Ja, aber es ist, sag mal, die laufen an uns vorbei und dann fallen wir schon um. Ich sag dir, sobald wir einmal im TS sind mit den allen, hören wir gerade, wir sind angekommen, quatschen, machen Begrüßung, dann hörst du, guck mal, der hat schon eine Knarre in der Hand. Kommen die mit einem MG75 und ballern und alles über den Haufen. Ey, gönnt euch das, die Tasche hier. Guck mal da, er hat uns seine Tasche hingestellt. Will sich die jemand nehmen? Was ist denn da drin? Revaner, guck mal rein. Noch mehr Fleisch. Oh, 3000 Liter Fleisch. Ja, alles voller Fleisch. Ey, die Knarre ist geil, ey. So eine möchte ich auch haben. Lemon Dansgar. Okay, ist, ja, was machen wir jetzt damit? Wohin? Wir brauchen noch mehr Feuer. Weil das ist kacke, wenn wir noch keine Butze haben, oder? Oder ist, obwohl, so ein Feuer ist ja auch schnell gecraftet eigentlich. Ich hab keine Ahnung, was der quatscht. Ich verstehe dich leider nicht. Ey, ja, das, warum ist ich das? Ich höre leider auch nichts. Wer ist gelb, ist der. Was? Ihr seid ziemlich leise, versteht euch kaum. Ich verstehe euch aber ganz gut. Aber ihr seid irgendwie alle leise hier, also egal wer spricht. Außer Revano. Revano ist laut im Spiel, aber der Rest nicht. Palo ist am Weg verreckt. Aber kommt gleich. Nee. Oh. Ja, Kamehameha. Wir wollen nämlich langsam Schluss machen, wisst ihr? Arbeit und so ruft ja. Morgen. Ich habe Urlaub. Das hätte ich auch gern. Ich hol mir kurz. Das sind alles Arnold Schwarzeneggers, oder? So von der Stimme her. Und nicht schon wieder in unser Haus. Alter, ihr rasselt gerade alles aus bei mir, ey. Die Pflanzen, die erobern mein Haus hier, die erobern alles. Batman! Ey, was macht der mit den Triceratops? Lass den bitte stehen. Da liegt ein Riesenhaufen Scheiße neben deinem Horny. Muss ich gleich mal in mein altes Nest. Boah, Alter, hast du einen Tennisball ge. Ey, das ist kein. Das ist ein Mega-Kürbis, ja. Da kann ich schon das ist ein richtiger Kürbis. Geil. Ah, da kommt jemand, da kommen zwei angeflogen. Ja, Alter, da jetzt kommt gleich die ganze Armee hier. Die wollen Dings haben. Starship-Tubers hier. Guck mal, wie cool. Krass. Sieht das cool aus. Wo kommen die denn? Ich will die auch sehen. Ah, da hinten sind sie gerade geflogen gekommen, jetzt sind sie irgendwie abgestürzt. Ja, ich hab's gesehen, ja, da sind sie. Ey, die kommt halb nackt hier rüber. Da, landet da. Hallo! Auf meinem Dach, ja. Auf. Ja. In meinem Haus! Hallo? Gibt wieder Damage, wenn die da landen. Guck mal da, er will das Haus begutachten. Er will mit seinem Reittier hineinreiten, ne? Oh. Boah, ich seh nix, die scheiß Pflanzen, ey, Mann. Gott, ist das lästig, ey. Hallo, boah. Hallo, boah. Ey, egal wie ich mich drehe, groß, klein, groß. Groß? Ja, die hat. Okay. Ja, was ist jetzt hier? Mann. Die kann den Scheißer mitnehmen, die ist ja. Du brauchst gar nicht mehr im Bett bald, wenn das so weitergeht, ey. Ja, da wollte ich eigentlich auch mal hin. Ich muss jetzt hier raus, ey. Jetzt habe ich die Mega-Pflanzen. Ein Skorpion-Ei gesehen? Ich habe kein Skorpion-Ei. Ich habe selber zwei Eier und ich will jetzt ins Bett. Sieht ganz geil aus. Ja, guck mal. Skorpion-Eier. Hey, die sind ja, wir sind so bunte. Da ist viel cooler. Leider kann ich das nicht genau sehen, liebe Leute, weil der Gras schon wieder drüber wächst. Brunto ist cooler. Wunderschön. Haben sie jetzt alles. Was ist der Skorpion-Armor hier? Oder die Waldfee? Ich auch hier noch. Und alles das hat Dummbabler nicht in der Aufnahme. Ah, das ist echt. Gerade jetzt, wo die Großen hier zusammenkommen. Die Großen, ey, die Big Macs, ey, die jeden 24 Stunden zocken und davon 3 Minuten also, schlafen. Wir tauschen halt gegen Fiber, ne? Jupp, Mama. Was ist denn da für eine Halbnackte? Wer ist denn das? Achso, Juni 61. Wo kommt sie denn jetzt auf einmal her?
die Halbnackte? Ja, die steht da auch so rum. Ist vom Himmel geflogen. In die Kiste packen oder wohin damit? Ja, du musst B drücken, wenn du redest. Ich mach hier hinten die Kiste, mache ich einen Code raus. Warte. Achso. So, müsste jetzt funktionieren. Geht's? Hat er reingecodet. Wo ist denn der Killer? Ja, ist drin. Nicht der hinten rum, an unserem Braustand. Einfach rein, einfach hinschmeißen jetzt. Ich stell mich auf die Kiste. Sehr gut, das machst du sehr gut. Ja, da ist der Gras ist immer noch höher als ich. Ich stell schon die ganze Zeit das Fleisch hier und schieb's in den... Oh. Wow, der Dinosaurier ist ja voll. Wir haben die Hide in die Kiste getan, könnt ihr mal reingucken. Hide? Mhm. Haben die Hide uns gegeben, das ist cool. Ja, die letzte Kiste. 200, 400, 600, 800, 1000, 2000. Hatte die wohl. Ach so, Hide. Mehr? Ja, Hide. Noch mehr, 2000. Wir nehmen alles, was ihr habt. 618. Die nehmen alles, was wir haben. Hide loswerden wollt. Ah, gib ihn doch einfach. Nee, wir brauchen alles. Doch Hide. Wir haben doch jetzt tapfer gesagt. Die haben uns Hide gegeben. Jetzt sind es mittlerweile 2018. Fieber wollen die haben. Fiber wollen die. Fiber ist ja schnell gesammelt, oder? Eben. Ich hau die Kiste hier mal noch raus. Ich würde sagen, die letzte Kiste behalten wir noch. Eine Kiste behalten wir, ja. Mit 500. Wir brauchen noch ein paar Feuer. Onkel, kann ich jetzt noch die restlichen Feuer hier aufstellen, dass ich das ganze Fleisch verarbeiten kann? Ach, stimmt ja. Das ist ja stimmt. Du hast eine schöne Aufgabe. Was ist mit dem Fieber? Wollen die das haben oder wie? Genau, das Fieber wollen die haben. Liebe Leute, wir machen hier vor den Trade mit den Göttern, mit den Trader. Mit den Göttern. Die kommen vom Himmel, die schmeißen mit ihren Flugsauriern. Machen wir die Kiste noch und dann Schluss oder wie machen wir's? Ich hab die eine, die zweite Kiste habe ich jetzt leer gemacht. Wie viel haben wir denn dann noch? Ich bin so müde. Noch eine Kiste voll war gerade noch da. Lass mal noch eine Kiste voll da, okay? Ich mach die letzte Kiste hier noch. Dann machst du Kiste. Also die oder dritte was? Hier, die war noch voll. Ja. Wo ist denn da? Da hinten ist der Flugsaurier. Guck mal, den klauen. Alter, Level 38. Boah, der sieht auch mega man aus. Guck mal, Killer, komm mal schnell. Wo bist du? Hinter meinem Haus, wo der Kackstift ist. Jo, komm. Kackstift Paradise. Diddle. So, ein kleines bisschen wollen wir noch für uns behalten. Da bin ich. Ja? Oh. Hier, komm mal dahin. Zu mir. Der oh, guck mal da. Guck mal, ist das okay oder wollt ihr noch mehr? Nee, weil ein bisschen was wollten wir noch selber behalten. Und der können, andere, das, können wir das nicht klauen? Seid mal kurz leise. Wenn ihr wieder mal einen Hype braucht gegen Fiber. Einfach zu Bescheid sagen, wir kommen vorbei. Alles das ist Level 38. Cool zu wissen, werden wir dann in den Chat schreiben oder so. Oh, ihr habt ein Level abbekommen. Vom nix tun. Geht sogar noch weiter. Oh, guck mal, hier, der eine Flugsaurier hat geschissen. Ich hab das ja vorhin, der Dinger. Ach, das ist ja Hide, ja, so, das ist verwechselt. Alles klar, vielen Dank. Wir werden uns jetzt hier verpissen. Wir müssen in die Kiste. Schlafen. So. Die schon weg? Ne? Soll die Feuer brennen. Gute Nacht, schlaf gut. Sind sie schon fort? Ah, ne, da die sind da noch. Und bald machen wir wieder einen Handel. Natürlich, weißt du, morgen kommen wir her, die ganze Basis ist weg, alles brennt. Ja. Sieht schon cool aus mit den Knochenhelm da, sieht echt witzig aus. Ja, aber krass, wie können die so einen riesigen... Ihr habt doch auch die ganze Zeit gezockt, oder? Wie können die so einen Vorsprung haben? Na, die, Boah, ich freue mich schon, O1 zu zähmen und so, Wahnsinn. Also gibt's einfach spezielle Taktiken, die wir nicht drauf haben, noch nicht, oder? Nee, die spielen hier einfach bloß Tag und Nacht. Okay. Ja, wir haben heute den Triceratops gezähmt, war auch schon Arbeit. Ja. Ich glaube, das hat jetzt 20, ne? Ja. Ja. Wo soll ich das Fleisch hin tun? Einfach hier an die Kisten verteilen? Ich würde es hier in den Kühlschrank machen. Genau, alles ins Vieh. Das Ruhefleisch meine ich.
Das auch. Ich auch da drin. So, dann lass uns mal abdancen jetzt, oder? Sonst bleiben die noch ein paar Tage. Besteht fast nur noch aus rohem Fleisch und gebranntem und ich trage das die ganze Zeit hin und her. Ey, das ist sau cool, wir haben jetzt richtig fett Futter. Ich verstehe das nicht mit der Pflanze hier, warum die immer so hoch wachsen und nur in meiner Base hier. Sind die jetzt weg? Ne, die stehen da noch. Oh, der heißt Lemon, Lemon. So, die Kiste ist auch voll vom Erik. Meine lieben Damen und Herren, das ist so wundervoll. Feuer brennt. Okay, so, komm, dann nehmen wir euch zur Verabschiedung noch ins Let's Play mit rein. Ciao. 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 Tag. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben, ja, wir jetzt sicherlich gemerkt haben, haben wir beim letzten Part keine Begrüßung bzw. Verabschiedung gehabt. Das liegt lag daran, der Part ist jetzt einfach zu lang gewesen. Den haben wir einfach nochmal durchgeschnitten. Durch, alles klar. Und ja, deswegen gab es da halt eben keine Verabschiedung, scheißegal. Ja, hier fliegen sie weg. Ah, wie geil ist das denn? Cool, ne? Echt cool, wie sie da vonflattern. Also ist in die Richtung anscheinend ach so, Basis, und verfaultes Fleisch tust du bitte in den Dings rein, ne? Weil ich jetzt gerade Killer, das Killer, die werden wir auf jeden Fall mal aufspüren, die Jungs. Da werden wir es abboxen. Die werden wir aufspüren, sie mal richtig platt machen, verstehst du? Mhm. So, also jetzt, meine lieben Leute, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder und bis dahin. Arg! Arg! Bis dann. Ciao! Ciao! Ciao.